Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Illusion of Time. Und im letzten Part haben wir erfahren, dass diese Stadt hier doch nicht so schön ist, wie sie auf den ersten Blick scheint. Nein, hier gehen dunkle Machenschaften vor. Die sieben dunklen Kapuzenzwerge haben sich der Sklaverei verschrieben und eine Menge Leute aus fernen Kontinenten dazu gezwungen, in ihrer Diamantenmine zu arbeiten. Und das können wir natürlich nicht auf uns sitzen lassen, wir werden diese armen Leute befreien. Ich hatte mir überlegt, einen Handel vorzuschlagen. Letztes Mal musste ich ja leider diesen Sklaven verraten und ich hatte mir überlegt, dass ich vielleicht in Austausch für Kara den Sklaven befreien kann. Muss man mal gucken, ob man mit den Leuten verhandeln kann. Wäre natürlich... Da würden wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wir wären Kara los und unser schlechtes Gewissen wäre auch wieder aufpoliert. So, wir sind in der Diamantenmine. In der Diamantenmine herrscht Totenstille. Dein Blut beginnt zu frieren, als du die Schreie aus dem Innern der Höhle hörst. Ich find's auch immer großartig, wie Will in der dritten Person spricht. Ne, das war ja immer noch in seiner Farbe. Und da habe ich wow, die Peitsche mitten durch den Rücken gezogen bekommen. Das verstärkt mein Rückenleiden nur noch mehr. Aber egal, das müssen wir abkönnen, wenn wir auf dieser Reise bestehen wollen. Dementsprechend wird das schon irgendwie. So. Diamantmine ist ein recht kleiner Dungeon, ist auch kein Hauptdungeon oder so. Es ist mehr so ein kleiner Zwischendungeon, wo es halt einmal diese Würmer hier gibt. Die erkennt man immer, wenn hier so Totenschädel auf dem Boden liegen. Ja, das sind wahrscheinlich die Minenarbeiter, die dann zu viel gearbeitet haben, dann an Unterernährung gestorben sind oder... Ich weiß es nicht. Zumindest glaube ich das. Wenn man sich das mal genauer anguckt, hier arbeitet nirgendwo einer. Das ist hier irgendwie... Weiß nicht. Normalerweise muss man in der Mine Leute sehen, die mit der Spitzhacke an die Wand hacken, aber ich sehe hier rein gar nichts. Aber, ja, Menschen sieht man hier übrigens auch nicht, außer die Sklaven, die hier ausgepeitscht werden von diesen, ja, wie soll ich sie nennen, Alligatorkriegern, was auch immer. So, und jetzt kommt das Geilste überhaupt. Zack, einfach mal die Eisenkugel mit der Flöte kaputt gehauen. Ja. Außer mir sind noch sieben weitere Männer hier gefangen. Bitte rette sie. Ich sag's euch, die Flöte ist die Waffe der Zukunft. Scheiß auf Schwerter, auf Äxte, auf Sonstiges, ja. Ich kann behaupten, wenn die Flöte einmal... Moment, was war hier? Aufzugsschacht. Benutzt die Tür? Ja, ja, genau. Hier kann man noch nicht hin. Den Aufzug kann er natürlich nicht kaputt schlagen, ne? Das ist dann irgendwie ein anderes Material, was die Flöte nicht zerhauen kann. Aber nein, was ich sagen wollte, sollte die Flöte einmal massentauglich werden, dann kann ich von mir behaupten, dass ich der Erste war. Ich habe die Flöte benutzt, bevor sie cool wurde. Ja, aber irgendwie ist das doch auch... Wie kann das sein, dass diese Flöte so mächtig ist? Wir müssen natürlich dazu noch sagen, die Flöte ist ja... Ja, mit dem Geist unseres Vaters eingeflößt, zumindest haben wir das so mitbekommen. Und man kann eigentlich kann man sagen, ich verprüge die Gegner mit meinem Vater. Ja? Also ich schleudere meinen Vater durch die Gegend und töte dann die Gegner damit. Irgendwie ist das extrem geil, wenn man es mal genau betrachtet. So. Die Würmer töten wir nochmal schnell. Was ich auch interessant finde, diese Würmer, die fressen ja anscheinend die Sklaven. Ist das nicht eher kontraproduktiv? Überlegt mal, die sollen doch hier arbeiten und Geld für die sieben Kapuzenzwerge scheffeln. Danke, du hast mich gerettet. Mein Geheimnis soll dein Lohn sein. Es gibt einen Geheimraum in der Mine. Sein Eingang liegt hinter einer der Mauern. Du findest ihn, wenn du den Wind spürst, der durch die poröse Mauer weht. Du wirst den Wind in deinen Haaren spüren, sagte er und ging durch meinen Körper wie ein Geist. Nee, ernsthaft. Das. Dann hätten sie vielleicht weniger Probleme mit schwindenden Arbeitskräften. Weil ich kann mir das nur so vorstellen, dass hier langsam die Arbeitskräfte schwinden. Wenn man sich das mal genauer anschaut, jetzt müssen sie schon irgendwelche Augen einstellen. Es ist wahrscheinlich schwierig, gutes Personal zu finden, wenn die alle aufgefressen werden von den Würmern. Das ist nicht gutes Wirtschaften. Und man kann es natürlich auch so sehen, dass die Leute hier in der Mine versuchen, ich sterbe gleich. Ey. Oh. Gut, muss ich nur beschweren. Ich muss öfters sagen, ich sterbe gleich, dann spawnen Energiepool. Hier sind noch Heilkräuter, wunderbar. Nee, man muss es wahrscheinlich so sehen, dass die hier auch Leute einstellen, die ein bisschen benachteiligt sind. Gerade diese Augen, die haben es wahrscheinlich schwer, irgendwie Berufe zu finden. Ne? Ich denke mal so, gerade in so kaufmännischen Berufen nimmt man nicht gerne Menschen, die nur ein Auge haben. Ich denke mal, das ist wahrscheinlich eine Initiative der sieben Kapuzenzwerge. Das könnte man auch absehen an diesen... Alligatorkriegern. Ne? Die scheinen ja nicht so intelligent zu sein. Die lassen sich nämlich einfach töten. Irgendwie komisch. So, hier müssen wir kurz alle vier Schalter aktivieren, denn dann kommen wir dadurch dieses Kreuz
Dingen durch. Ich sterbe gleich wirklich. Oh, ich werde den Feuerball genau ins Gesicht bekommen. Beziehungsweise die Orange. Keine Vitamine. Nein! Ach, verdammt. Ja, das habe ich ganz vergessen. Man kann ja auch Geschosse abwehren mit der Flöte. Die Flöte kann alles. Damit kann man übrigens auch super Brote schmieren. Also, so ein Multi... Das ist... Es gibt ja dieses... Kennt ihr dieses Mega-Schweizer Taschenmesser mit 100 Funktionen? Das ist nix gegen diese Flöte. Mit dieser Flöte... Was kann man mit dieser Flöte noch machen? Alles außer Flöte spielen. Das finde ich halt auch wieder interessant. Man spielt die ganze Zeit dieses Spiel, aber ich glaube, man benutzt... Also für den Zweck, wo sie wirklich gut ist für, dafür benutzt man sie nur ganz selten, auch wenn man hier Melodien hat. Das ist, wie ich finde, sehr interessant. So, kurzhand nochmal hier die, ja, wunderbar, noch mehr live. Ich glaube, ich werde keine Heilkräuter benutzen, wenn es so weitergeht. So, hier, genau, hier ist der geheime Weg, von dem der Sklave uns erzählt hat. Zack, da wurde jemand eingemauert. Hab Dank, ich war in der Höhle eingeschlossen. Was wäre nur passiert, wenn ich länger hätte dort bleiben müssen? Ich werde dich belohnen, ich schenke dir einige Juwelen. Ja, der schenkt uns ganze 3 Juwelen. Man wundert sich aber, dass die nicht im Inventar sind. Der schickt sie nämlich direkt zum Juwelenhändler. Ja, der ist praktisch, der Typ. Der hat das gelernt, dass man auch mal nachdenkt. Das ist wunderbar. Und ich kriege auch gerade ein Abwehr-Upgrade. Läuft doch super. Was ich mich allerdings frage, warum sie den eingemauert. Das ist doch total sinnlos. Ernsthaft mal. Ah, hier kann ich mich in Freedom verwandeln. Wenn man mal nachdenkt, ist das nicht kontraproduktiv, ihre Arbeiter in die Wand einzumauern? Irgendwie? Was? Ich verstehe es nicht. Was ist der Sinn? Vielleicht hat er sich irgendwie mies verhalten oder so. Vielleicht hat er irgendwie sich mies gegenüber den Vorgesetzten verhalten. Und aufsätzige Sklaven werden wahrscheinlich dann einfach hinter die Wand gesperrt. Um einen Effekt der... Wie nennt man das? Ja, um die anderen Sklaven, um den anderen Sklaven Angst einzuflößen. Oder diese Alligatorenkrieger hier sind einfach strunzdumm und wissen nicht, was sie hier tun sollen. Ja, das ist das Problem, wenn man billige Arbeitskräfte hat, nicht wahr? So, mit Fredern geht das Ganze jetzt noch leichter. Das Einzige, wo man ein bisschen aufpassen muss, sind diese Laseraugen. Ja, Laser sind in jedem... Ich glaube, es gibt kein Spiel, in dem Laser nicht gefährlich sind. Ja, wenn ihr euch an den ersten Boss erinnert, der hat auch schön gelasert. Und das ist auch immer eine super Option. Wenn man nicht weiß, was man bei einem Gegner machen soll, was er können soll, dann sagt man einfach, yo, der kann jetzt lasern. Ne? Das ist die Allround-Methode, um einen tollen Gegner zu kreieren. Da sollten sich mal Entwickler eine Scheibe von abschneiden hier im Spiel. So, zack, zack. So, hier müssen wir jetzt gucken. Wir müssen jetzt hier an dieser Wand irgendwie vorbei. Die müssen wir aber erstmal wegmachen. Ich glaube, das können wir auch nicht. Ja, ja, genau. Da brauchen wir eine neue Fähigkeit, die wir mit Fredern bekommen. Was war denn das nochmal? Ich glaube, das war so eine Art Fernkampfattacke. So. Hier ist so ein kleiner... Also, ernsthaft. Es arbeitet keine Sau in dieser Mine. Also, irgendwie haben die den Sinn einer Mine nicht ganz verstanden, oder... Das ist in Wahrheit keine Mine, sondern was ganz anderes. Ja, wahrscheinlich passiert hier was völlig anderes. Vielleicht sind das hier Aliens, die die Mine übernommen haben und irgendwas planen. Ich kann es nicht genau sagen. Aber man muss immer an Verschwörungstheorien glauben, in diesem Fall. Vor allem bei diesem Spiel, ja, wunderbar reingelaufen. Ich frage mich halt auch, oh, warum Friedan dann immer rumheult wie so eine Pussy, wenn er gegen den Wurm läuft. Der hat eine Rüstung an. Wahrscheinlich ist sie nur aus Pappe. Friedan ist ein Box-Gundam, falls ihr die kennt. Die sind awesome. Okay, was war hier? Genau, hier muss ich mich nochmal zurückverwandeln. Das finde ich hier so ein bisschen unnötig. Hier müssen wir uns nochmal in Will verwandeln. Denn Fredan kann nicht Wände wegmachen. Also der ist nicht stark genug. Der kann es dann mit seinem Schwert um sich schlagen, wie, wie heißt er noch aus, wie hieß er noch? Oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ist auch egal. Bei der Macht von Grayskull, ne? Wie hieß der Typ? Adam, genau. So wie Adam, aber die Wände wegmachen kann er nicht. Ne, da ist er, doch zu pussyhaft für. Hier ist noch ein Sphärenportal. Und ich glaube hier, genau, hier gibt es eine Fähigkeit. Und die Fähigkeit brauchen wir auch, um weiterzukommen. Hier müssen wir wieder einen von diesen lustigen Zauberpflaumen messen. Die sind immer toll. So, her damit, ich habe Hunger. Auch wenn ich Pflaumen überhaupt nicht mag. Nee, definitiv nicht. So. Dark Crier Kraft kann nun verwandt werden. Beziehungsweise in 20 Jahren, wenn der Text zu Ende ist. Okay. Der Dark Friar, ja, ist okay, gehört zur dunklen Macht, die nur Fredan, der dunkle Ritter, auslösen kann.
vernichte mit dem Darkfire Gegner, die sich außerhalb deiner Reichweite befinden. Sammle mit A Energie. Ja, das ist die gleiche Mechanik wie bei Wills Psycho Dash. Wir müssen einfach nur die Taste halten. Dann erhitzt sich Fridan auf 500 Grad und kann dann so eine Kugel schmeißen. Ja. Ist recht praktisch, weil man damit halt, wie gesagt, Gegner erreichen kann, die man so nicht erreicht. Auch wenn unser Schwert schon ziemlich lang ist, dann kann man es dadurch noch ein bisschen verlängern. Ja. Achso, Friar ist übrigens... Ich glaube, das war... Ein Friar ist ein Mönch oder ein Ordensbruder. Also falls ihr nicht wusstet, was der Begriff bedeutet. Ja, also Fredan ist halt ein dunkler Ordensbruder, der gerne mal sich auf 500 Grad erhitzen kann. Ja, das ist wahrscheinlich... Das ist so eine geheime Fähigkeit dieser Mönche. Ich weiß es nicht. Okay, jetzt haben wir die Wand weggemacht und jetzt können wir über die Rampe auf die andere Seite. Wunderbar. Ich weiß nicht, ich würde diesen Dungeon gerne in einem Part schaffen, aber sonst wird das zu lang hier. So. Hier ist wieder ein Sklave. Zack. Einmal noch durchs Gesicht gezogen, warum nicht? Tief im Innern der Mine werden weitere Sklaven zum Arbeiten gezwungen. Du anscheinend nicht. Nimm diesen Schlüssel und hilf ihnen. Du hast nun den Aufzugsschlüssel erhalten, wollte ich noch sagen, aber nein. Da wurde es mir dann nicht mehr erlaubt. Da stellt man sich natürlich wieder die Frage... Warum hat der Sklave den verdammten Aufzugsschlüssel? Könnt ihr mir das mal sagen? Was ist das hier für ein Geschäft? Für einen Saftladen, um es mal genauer auszudrücken. Hier werden einfach den Sklaven Schlüssel gegeben. Die Sklaven werden an komischen Fußfesseln festgehalten, die gar nicht aus Metall sind, sondern aus Klopapier oder weiß ich nicht, warum ich das so leicht kaputt hauen kann. Es ist schon irgendwie merkwürdig. So, jetzt müssen wir zurück zum Aufzugsschacht, denn dort können wir den Schlüssel benutzen. Und ja, dann sollten wir eigentlich auch schon im Innern der Mine sein, wo die Hauptsklaven gefangen genommen wurden. Wo war denn das? Ich glaube, hier kann ich runterspringen. Genau, das ist so eine kleine Abkürzung. Genau, hier war's. Rüsten wir den mal schnell aus. Aufzugsschlüssel, ja. Sieht ein bisschen ramponiert aus. Es könnte natürlich auch sein, dass der liebe Sklave den Schlüssel irgendwie geklaut hat, während der Typ nicht hingeschaut hat, also der Aufseher. Achso, hier ist der Skilift, ja. Wenn man mal nichts zu tun hat, kann man hier lustige Pisten runterfahren. Auch nicht gut gesichert eigentlich, aber hier kann man sich lustig wie ein Beyblade im Kreis drehen. Das macht dann Spaß, ja. Ich glaube, die waren ziemlich stolz auf diese Sequenz hier, weil sie ist ziemlich unnötig. Ich weiß nicht, warum sie die sonst gemacht haben. Aber naja. So, weiter in die Mine. Hier müssten jetzt, genau, da ist jetzt ein Aufzug, da braucht man zwei Schlüssel, genau. Jetzt haben sie sich gedacht, Mensch, den Trick mit einem Schlüssel, den kriegt wahrscheinlich jeder raus, aber den mit zwei, nee, da kommt keiner drauf. Hier ist die Leichenhalle, ja. Hier werden die Leute reingeschmissen, die wahrscheinlich nicht mehr arbeiten können. Und da liegt was. Da habe ich was glänzen sehen. Da sollte jedes Mal... Kennt ihr dieses Klatschen bei Sitcoms? Das sollte danach immer kommen bei so einem Text, der so lange geht. Ja. Das ist auch hier... Aber hier sind sie wenigstens schön fein säuberlich mit den Leichen. Die sind schön synchron, schön parallel zueinander ausgerichtet. Wahrscheinlich nach dem Prinzip des... wie nennt man das? Seine Wohnung nach dem Chi ausrichten oder so. Moment, hier muss irgendwann noch ein Wurm sein, weil gibt es auf jeden Fall noch ein Upgrade. Wo ist der letzte Wurm? Komm heraus... Du möchtest mich doch essen. Oder so. Hier ist auf jeden Fall noch einer. Genau. Den darf man nicht vergessen, sonst hat man hier wieder ein Upgrade verpennt. So. Meine Stärke hat sich erhöht. Wunderbar. Damit haben wir den ersten Schlüssel, aber einen brauchen wir noch. Der ist dann hier. Ja. Juwelen gibt es hier, soweit ich weiß, keine mehr. Ich glaube, die gibt es alle von den Sklaven tatsächlich, ja. Da bin ich mir jetzt aber gerade nicht sicher. Ich hoffe, es ist so. Ich meine, es gab in der Mine nur von diesem Sklaven so viele Juwelen. Warum sie dem übrigens die Juwelen nicht abgenommen haben, das ist dann auch wieder eine andere Frage, ne? Wir haben ihn mit den Juwelen eingespielt. Genau, das war vielleicht die Rückversicherung. Falls jemand in die Mine kommt, alles verprügelt, dann haben sie immer noch den Sklaven in der Mauer, der die Juwelen hat. Und mit diesen Juwelen können sie dann irgendwie... Das könnte sein, ja. Klingt weit hergeholt, aber warum nicht? Im Spiel ist irgendwie alles möglich. So. Der hört mal ganz schnell auf, den Typen da auszupeitschen, sonst vergesse ich mich. So, zack. Und ein Lebensupgrade. Ich hoffe, ich habe es. Ja doch, ich müsste eigentlich alle Gegner vernichtet haben.
Hab Dank, Fremder. Das werde ich dir nie vergessen. Nimm diesen Schlüssel. Ja, er hat auch einen Schlüssel. Irgendwie... Das kann so nicht funktionieren. Da müssen sich die 7 Kapuzenzwerge nochmal Gedanken machen. Aber es ist auch interessant, ne? Das waren jetzt... Waren es nicht wirklich 7 Sklaven, die wir hier befreit haben? Die Zahl 7 scheint wichtig zu sein. Ne? Wenn wir wieder zu Verschwörungstheorien kommen wollen. Das ist jetzt die Frage. So, Schlüssel Nummer 2. Weiter geht's. Ja, das schaffen wir in dem Part noch, auch wenn jetzt ein bisschen länger wird. Ich will die Mine jetzt in dem Part abschließen. Wir müssen danach sowieso nochmal rauslaufen, das muss ich euch aber dann nicht zeigen. Das heißt, machen wir schnell die Tür noch auf. Ich weiß gar nicht, ich habe eh keine Zeit gestellt. Egal. So, Schlüssel. Einmal... Oh, wie fein designt die sind. So sei es. Gott bewahre, nein, ich möchte die Tür nicht aufmachen. Niemals. So. Hier ist die ganz fiese dunkle Sklavenkammer. Und erinnert euch vielleicht, das sind genau die 3 Typen, die auch im Sklaven-Auktionshaus waren. Hab Dank, Fremder. Ich komme aus einer weit entfernten Stadt. Falls es dich dorthin verschlägt, hilf den Bewohnern. Undankbares Stück, ich habe ihn gerade befreit und schon denkt er... Na gut, er denkt nicht nur an sich, das muss man ihm zugutehalten, ne? Alles in meiner Heimatstadt hat sich zum Bösen gewandt. Menschen wurden zu Stein und starben an unbekannten Seuchen. An allem ist wieder dieser Komet schuld. Ein Frühwarnsystem hätte geholfen. Gesegnet seist du. Ich hörte von Erik, dass dein Freund sein Gedächtnis verloren hat. Ein uraltes Lied kann ihm seine Erinnerung zurückgeben. Lass es ihn hören. Sam summt ein fremdartiges Lied. Du hast das Lied der Erinnerung erlernt. Ich möchte dich um etwas bitten, Fremder. Gibst du mir den Kerkerschlüssel und die Melodie des Windes als Erinnerung an unsere Begegnung? Ich bin mir sicher, dass sie nicht mehr gebraucht wird. So, das frage ich mich jetzt, warum? Warum will er unseren Kerkerschlüssel haben? Also das ist der Schlüssel aus Edwards Schloss, falls ihr euch erinnert. Will er ins Schloss einbrechen und dort alle Reichtümer klauen, beziehungsweise will er den König ermorden? Will er mit Edwina schlafen? Ich weiß es nicht, was er vorhat. Jedenfalls finde ich es seltsam. So, die Melodie der Erinnerung ist aber ganz wichtig, denn wenn ihr euch erinnert, Lance hat sein Gedächtnis verloren. Und mit dieser Melodie können wir eventuell sein Gedächtnis wieder auffrischen. Ne? Dass er sich an seine dunklen Geheimnisse aus seiner Vergangenheit erinnert. Ne? Ich weiß nicht, ob es die gibt, aber wenn es so ist, dann wird er das tun. So, aber wir genießen jetzt noch einmal die Aufzugsequenz. Für die Zeit damals ist es aber echt schön gemacht eigentlich, ne? Wenn man es mal genau nimmt. Und ja. Wie ihr seht, wir haben jetzt diese weißliche Melodie. Und die werden wir in dem nächsten Part bei Lance einsetzen. Mal gucken, ob das was hilft. Ich muss jetzt eh nur noch aus der Mine rauslaufen. Das heißt, ich beende den Part jetzt mal hier. Und dann sehen wir uns im nächsten Part zurück in Freya, wo wir dann hoffentlich Erfolg haben werden bei der Gedächtniswiederherstellung. Bis zum nächsten Part.